Hallo und willkommen im 13. Gameplay-Teil von Hogwarts Legacy. In diesem Gameplay-Teil werden wir versuchen, die Hauptmissionen voranzubringen und auch natürlich die Nebenmissionen, die uns noch dazukommen. Im letzten Gameplay-Teil haben wir mit Sebastian seine Schwester besucht, die scheinbar verflucht worden ist, und haben auch einiges über die alte Professorin aus unseren Erinnerungen bzw. aus unseren, wie heißt denn das, Dekanion, wahrgenommen und damit so ein bisschen verknüpfen können. Damit ist es aber noch nicht zu Ende. Wir werden Sebastian jetzt wieder treffen und machen die Mission mit ihm, mit dem Namen im Schatten der Blutlinie, weiter. Los geht's. Es ist ja eigentlich in der Nähe, wir können auch einfach hinfliegen. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Immer schön, den Astronomieturm bei Nacht zu sehen. Was für ein Anblick. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Das ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Ich gebe nicht auf. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich verstehe. Du musst es mir nicht sagen, wenn du nicht willst. An deiner Stelle würde ich Details wissen wollen. Es interessiert mich durchaus. Und du kannst mir auf jeden Fall vertrauen, wenn du etwas erzählen willst. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Was bewirkt der Cruciatus-Fluch? Er ist bekannt als Folterfluch. Crucio. Er fügt dem Opfer heftige, unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Wie entsetzlich. Armer Ominous. Er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Okay, wir haben mit Sebastian gesprochen, warten jetzt, bis er sich bei uns meldet und gucken mal, was wir in der Zwischenzeit an Aufträgen erledigen können. Wie gesagt, ich bin ja immer noch dabei, Professor Garlicks Aufgaben zu bewältigen oder irgendwie zu machen. Dafür muss ich erst einen größeren Tisch kaufen für 1500 und dann noch dieses schreiende Gewächs für 500. Und ich glaube, uns fehlt da einfach das Geld. Auch wenn wir jetzt hier ein paar Sachen verkaufen werden, wird sich das nicht sonderlich bemerkbar machen.
Gut, das heißt, wir müssen ein paar Aufträge machen, um ein paar Gegenstände und also Ausrüstungsgegenstände sammeln zu können. Und erst wenn wir die dann alle gefunden haben, die wir dann verkaufen können, kaufen wir all die Sachen, die wir für Professor Garlicks Aufgabe benötigen. Wir machen weiter, nein, nicht das. Und zwar will ja die Nati hier, trifft Nati nach dem Einbruch der Dunkelheit, die will sich ja mit uns treffen. Und das machen wir mal. Das heißt, was wir machen müssen ist, ich glaube, es ist schon Nacht. Wir müssen uns nachts mit ihr treffen. Ja, es ist Nacht. Okay, das heißt, die Vorbedingung ist erfüllt. Aber ich kann sie hier, oder ist es das hier? Das könnte das vielleicht sein, dass das hier dieses trifft Nati nach Einbruch der Dunkelheit, dass das diese Mission hier ist. Ich muss die Aufgabe von Professor Garlick abschließen, bevor ich mit diesem Auftrag weitermachen kann. Nein! Ach komm, shit. Okay, das heißt, wir müssen ja einfach mal herumlaufen jetzt und suchen, wo wir, weiß nicht, Geld oder Gegenstände finden können. Oh, ist das nervig. Vielleicht können wir auch ein paar andere Nebenmissionen machen. Wir haben hier einiges an Nebenmissionen. Und ich hätte gesagt, wir reisen mal in ein Dorf hin. Was haben wir hier? Handbuchseiten. Was ist hier? Ort alter Magie. Ja, irgendwo reisen wir jetzt mal hin und versuchen dort ein paar Nebenmissionen zu machen. Ich glaube auch, dass ich hier... Wo war denn das? War das hier? Nein, das war das Grab. Hier müssen wir später... Ich glaube, hier gibt es noch ein paar Nebenmissionen. Ja, da gehen wir hin, aber Hogsfield. Es gibt ja auch noch irgendwas zu holen. Ich sehe die ganzen Kisten. Das sollte ich untersuchen. Mhm. Du gehörst mir, Danny Geiss. Oh, nice. Saufen. Vielen Dank für all die Mühen bei der Suche. Ich konnte nicht, um hinzuzuhören. Erwähnten Sie Renrocks Anhänger? Ja. Verzeihung, ich fürchte, ich bin gerade nicht mehr ganz ich selbst. Renrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf oder unsere Existenz. Einfach skrupellos. Renrock ist schuld, dass ich Bardol verloren habe. Wenn ich unser Dorf von diesem Monster nur befreien könnte. Ich weiß einfach nicht weiter. Renrocks Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Wo genau? Im Süden, hinter dem Fluss. Ich habe gehört, dass in jedem Lager etliche von Renrocks Anhängern sind. Ich wage mich nicht in ihre Nähe. Warum verlassen Sie die Gegend nicht einfach? Aber Hogsfield ist mein Zuhause. Bardolf und ich sind hier aufgewachsen. Ich kann nicht fassen, dass er nie wieder nach Hause kommt. Ein Teil von mir will den Verlust meines Bruders rächen. Aber der andere will sich einfach nur verstecken. Ich kenne Renrocks Anhänger leider sehr gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden. Oder Schlimmeres. Bitte seien Sie vorsichtig. Wir sollten nicht in Angst leben müssen. Das ist unsere Heimat. Mal in der Karte schauen, wo die sich befinden. Und zwar hier hinten. Und dann können wir auch hier eine Flohflamme anmachen. Gut, das machen wir doch gerne. Die Lage verschlimmert sich. Ich sehe mich besser vor. Ja, vielleicht sollte ich mich mit einem besseren Zauber ausstatten, wie dem hier. Ein lästiger Mensch weniger. Ups, falsche Baustelle. Vielleicht nehme ich mal den Unsichtbarkeitszauber, weil wir können uns ja jetzt eigentlich ein bisschen besser verstecken vor denen.
Ich habe hier ein Talent freigeschaltet. Eins von Renrocks Lagern. Genau wie Madame Bowman sagte. Revelio. Die Zauberer haben Angst. Zu Recht, danke. Felicus Totalus. Wie unverschämt. Na, hallo? Ich werde nicht ruhen. Excellium. Lazio. Numero uno erledigt. Dein Blut steht an Renrocks Händen. Revelio. Ein Lager erledigt, eins übrig. Leider hier nichts zu holen. Gut, egal, weiter geht's. Das nächste Lager wartet auf uns. Nebenbei war das Update an den Talentpunkten sehr geil. Die konnten mich wirklich nicht sonderlich schnell erkennen und ich habe sie kurzerhand mal kalt gemacht. Mal gucken, was wir hier sonst noch machen können beim Schleichen. Du kannst sprinten. Ha, sehr geil. Brauche ich gar nicht, das weiterzulesen. Sofort genommen. Revelio. Waffe gekillt. Auch gut. Sulley. Alle tot. Beide Lager erledigt. Madame Bowman wird sich freuen. Mal alles versuchen noch einzusammeln, was hier so gibt. Revelio. Okay, wir teleportieren uns in das Dorf zurück. Momentchen mal, nein, hier gibt es doch noch die Flohflamme, die ich haben will. Fast vergessen. Hier gibt es zweifellos Spuren, schon lange Magie. Verlassen. Ma! Oh, hallo? Was gibt es für ein Problem? Was für eine Frage! Ich habe einen Grimm gesehen. Ein Omen des Todes. Hier bin ich nicht sicher, aber wenn er mich nicht sieht, ist alles gut, oder? Ich brauche nur einen Unsichtbarkeitstrank. Ja, genau das brauche ich. Ich fürchte, ich habe keinen Unsichtbarkeitstrank. Sie sollten einen sicheren Ort finden und sehr vorsichtig sein. Sicher, vorsichtig. Ja, das klingt vernünftig. Und Sie haben wirklich keinen?
Nein? Na gut. Das geschäftige Treiben. Hallo, Madame Beaumont. Gute Nachrichten. Ich konnte Renrocks Lager räumen. Sie haben sie davongejagt? Wie? Ich konnte sie überrumpeln. Ach, ich wünschte, mein Bruder hätte das vermocht. Dann wäre er vielleicht noch bei mir. Ich bin Ihnen wirklich dankbar. Sie haben für Bardolf getan, was ich nicht konnte. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Was verkaufen Sie? Wonach suchen Sie genau? Danke vielmals. Will ich was verkaufen? Das? Wunderbar. Davon könnte ich jederzeit mehr gebrauchen. Oh, der Schall ist besser. Der Auftrag ist auch abgeschlossen. Wir gehen mal in die Ausrüstung und tun mal den Schall, den wir gerade gesehen haben, anziehen. Ja, plus 3 ist okay. Gut, was haben wir noch auf der Karte? Wir kommen ja langsam unserem Ziel näher, unseren Tisch zu kaufen. Wir gehen mal hier zu der alten Magie. Ich glaube, das könnte interessant sein. Jetzt passiert? Excellium! Lazio! Accio! Oh, schaut mal an, da hinten ist er. Geh doch auf die Treppe, Leiter. Okay, irgendwie müssen wir da reinkommen, aber keine Ahnung wie. Ist mir auch erstmal egal. Wir müssen ein paar Nebenmissionen machen, um an ein bisschen Geld zu kommen. So, wo können wir noch ein paar Nebenmissionen machen? Ich glaube, hier ist eine. Ein Hauch von Liebe. Okay. Nein. Und ich bin tot. Shit.
Oh, okay. Eine Karte. Wohin sie wohl führt? Mit fliegenden Kerzen, aha. Okay. Das war, glaube ich, eine der Nebenmissionen, die wir am Anfang bei den ersten Gameplay-Teilen hatten, wo wir eine Schatzkarte finden mussten. Das war jetzt ein Glücksfall, wenn ich ehrlich bin, dass wir die gefunden haben. Ja, vielleicht können wir hier noch einiges machen. Mal gucken, was in dem Dorf so abgeht. Nee, das sind Handbuchseiten. Kann ich das hier nicht filtern irgendwie? Nein, scheinbar nicht. Okay, wir zoomen mal raus. Hier hinten sehe ich noch zwei Missionen, die wir machen können. Verzeihung, Madam. Haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Althea Twiddle freut mich sehr. Schön, Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handle sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie? Ich ahnte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle. Mein Mann Grabble meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Wo finde ich die Statue? Es ist nicht weit von Irondale, unten am Ufer bei den alten Ruinen. Nicht zu verfehlen. Ich werde einen Blick drauf werfen. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels Gedenken. Na dann, machen wir mal. Was gibt es sonst noch zu holen? Irgendwelche, weiß nicht, Truhen oder so? Ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. So, hier irgendwo muss noch eine Seite sein, sehe ich auf der Karte. Rivelia. Aha, hier. Da unten ist auch eine Nebenmission, die machen wir danach. Das ist die Statue, die Madame Twiddle erwähnt hat. Warum sind hier nur so viele Vasen? Ach hier. Ups. Revelio. Ich sollte versuchen, alle Vasen zu finden.
Rivelio. 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 Ich glaube, es sind nicht mehr viele Vasen. Rivelio. Rivelio. Habe es gleich geschafft. Nur noch eine Vase. Das war's. Ich sollte jetzt Madame Twiddle davon erzählen. Madame Twiddle? Ihr Mann hatte recht. Die Statue war Teil eines Rätsels. Oh, wirklich? Wie aufregend. Ja, ich musste mehrere große Vasen zerstören, was wohl eine Art dunklen Zauber an der Statue aktiviert hat. Gut gemacht. Oh, es fehlt mir, jemanden wie Sie um mich zu haben, mit Wissensdurst und Scharfsinn. Meine Neugierde wurde gestillt. Ich danke Ihnen. Und wer weiß, was mir bei meinem nächsten Ausflug begegnen wird. Oh, mein Mann würde sich sehr freuen, wenn er wüsste, dass er recht hatte. Was haben wir denn hier? Ein Demigeis. Was? Wo? Wo, 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 wo? Okay, wir warten mal bis zur Nacht. Momentchen mal, wenn ich schon mal da bin. Ah nein, ein Demigeis. Du gehörst mir, Demigeis. Doch, waren das nicht diese Mond? Figuren für den Hausmeister, der Angst davor hat? Rivelio. Ja, tatsächlich, da drin. Erstmal beklauen. Die nächste Nebenaufgabe. Und verfroren. Verzeihung, Sir. Sie wollen den Narren sehen, was? Das ist Paul Rick Haggerty, beraubt von der eigenen Schwester. Na, sie hat fast jeden ausgeraubt. Also, wer ist der Narr? Ich bin nicht sicher, wovon Sie sprechen. Dann wissen Sie wohl als Einziger nicht, dass Catherine mit dem Dieb Victor Rookwood und seiner Bande durchgebrannt ist. Einfach abgehauen. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich mal beklaut. Uns. Aber sie war es eindeutig. Für den Diebstahl eines Familienerbstücks soll sie nach Azkaban kommen. Schwester oder nicht. Was für ein Familienerbstück wurde ihnen denn gestohlen? Eine Halskette. Sie gehörte der ersten der Haggerty-Frauen. Sie ist hunderte von Jahren alt. So viel Geschichte. Sie wird sie verpfänden. Warum sollte Catherine das Dorf ausrauben? Sie hatte es doch schon verlassen. Sehe ich wie ein Verbrecher aus? Woher soll ich das wissen? Sie hat diesen Ort immer verabscheut, hat es gehasst, hier aufzuwachsen. Vielleicht wollte sie uns demütigen. Sind Sie sicher, dass es Catherine war? Es hätte jeder sein können. Dank dieses Rookwood-Lumpen überrennen uns die Kriminellen. Ich wollte glauben, dass es irgendeiner von Ihnen war. Nur nicht Catherine.
Aber nur sie konnte wissen, wo das Erbstück versteckt war. Und sie wusste genau, welche Häuser sie ausrauben musste. Ich kann mich nach dem Dieb umschauen. Sie? Unser Eins kann da nichts ausrichten. Das ist eine Aufgabe für Officer Singer oder eine ähnliche Instanz. Außerdem schlägt meine Schwester diese feige Diebin nur nachts zu. Da müssen Sie längst im Bett sein. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber es ist Nacht. Was verkaufen Sie hier? Mal gucken, wie viel Geld wir haben. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? 1125. Ein echter Glücksfall, dass Sie heute hier waren. Mehr, noch ein bisschen mehr und wir können uns den Tisch leisten. Ich glaube, noch ein bisschen mehr wie 100 brauchen wir. Oder schön. 75, passen irgendwie Sie so. Lieber auf Ihre Sachen auf. Catherine würde einem noch die Augenbrauen aus dem Gesicht klauen. Ja, ja. Es ist dunkel. Ich sollte diesen Diebstahl für einen Haufen Gold. Ich muss hier richtig sein. Der Dieb hat wohl mitgenommen, als er tragen konnte. Sagte er und wurde zum Dieb. Revelio. Mehr Gold. Ich muss in der Nähe sein. Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Revelio. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Revelio. Er geht doch durch. Revelio. Wer hier wohl gelebt hat? Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ich muss hoch. Revelio.
Rivelio. Du bist zum Sterben, ja? Oh, wie gerne hätte ich jetzt den Speckpilz eintopfen. Hallo? Was war das? Ich hab das Gefühl, ich bin nicht... Du wirst bereuen, hier zu sein. Ich werde dich rufen, bis du tot bist. Befinde dich! Lass dir! Das wird er nicht unterlegen. Bist du dir dessen nicht bewusst? Ja? Genial! Ach, hier! Grazie. Zwar hätte ich nicht hierher kommen sollen, weil die Münzen liegen da jetzt weiter auf dem Weg, aber wenn ich schon mal da bin, in der Hoffnung, ich finde hier ein bisschen Ressourcen und Geld und so weiter und so fort. Ein Mittler. Es war doch nicht Catherine Haggerty. Muss ich den vielleicht einfangen mit meiner Tasche hier? Gucken wir mal. Rebellion. Naja, wo ist er hin? Das muss das Erbstück der Haggerty sein. Falscher Knopf. Ich muss ihn erstmal einfrieren oder so. Rebellio. Grazie. Wie Mr. Haggerty die Neuigkeit wohl aufnimmt. Seine Schwester war nicht... Sie hat sich wohl reingeschlichen, als ich schlief. Gute Neuigkeiten, Mr. Haggerty. Ich habe Ihren Dieb entlarvt. Jetzt hören Sie schon auf. Wir alle wissen, es war meine Schwester Catherine. Sir, der Dieb war eigentlich ein Niffler. Wie bitte? Sie wissen schon, klein, pelzig, diebisch. Ich bin ihm zu seinem Versteck gefolgt. Catherine wusste als Einzige, wie man in unsere Häuser kommt und wo die Wertsachen sind. Das ist wohl ein fieser kleiner Mistkerl. Wenn Sie das Versteck des Nifflers gefunden haben, dann müssen Sie auch mein Erbstück haben. Ich habe Ihr Erbstück gefunden und gebe es Ihnen zurück. Gegen eine Belohnung. Das ist wohl nur fair. Also gut, nennen wir es ein Zeichen der Anerkennung. So klingt es anständiger. Catherine
Ist eine Enttäuschung. Aber ich wollte nie glauben, dass sie hinter all dem steckt. Nun, dank Ihnen muss ich das auch nicht mehr. Wir leben in einer seltsamen Welt. Ein Niffler wird wohl kaum nach Azkaban geschickt. Aber ich habe mein Erbstück zurück. Wir verkaufen auch gleich mal alles, was wir nicht brauchen. Schön, Sie wiederzusehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Wie kann ich behilflich sein? Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Gut, wir gehen jetzt für die Aufgabe von Professor Garlic nach Hogsmeade. Und zwar war das hier hinten? Honigtopf? Nein, shit, ich hab's schon wieder vergessen, wo das war. Nein, war das der hier? Auch nicht? War das? Nein, da oben war's nicht. Nein, nein. Wieso sehe ich es nicht? Ich war doch erst vor kurzem dort. Ach, hier haben wir auch noch eine Nebenmission. Wir waren doch erst vor kurzem dort. Honigtopf. Pippins Zaubertränke. Ey, das gibt's nicht. Egal. Wir gehen jetzt mal hierher. Ich sehe auch gerade, wir haben hier noch ein paar Nebenmissionen. Und ja, dann gehen wir hier. Nein, ich brauche hier den Tisch. Und der war hier irgendwo. Es regt mich gerade nur einfach auf, dass ich das nicht finden kann. Nein, auch nicht. Ach, hier unten. Deswegen habe ich es nicht gesehen, weil es da unten war. Und ich, keine Ahnung, warum ich es nicht gesehen habe. Zu dumm vielleicht. Immer schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Okay, so, nein, auch nicht. Nein. Ah, ich bräuchte einen Tisch. T-förmige Tränkestation. Nein, keine Tränkestation. Dankeschön. Pflanztisch mit mittelgroßen Töpfen. Pflanztisch mit zwei. Hier. Mit einem mittelgroßen Topf und hier haben wir mit zwei mittelgroßen Töpfen. Ha. Huh. Dann nehmen wir doch. Ach was, einer hätte auch nur 750 gekostet. Ja gut, dann kaufen wir nur einen und züchten dann. Dann können wir auch gleich dieses eine schreiende Stück bei der Frau da kaufen. Ja, in diesen Samen-Gewächsladen. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Richtig. So, Dele. Wenn wir schon da sind, dann gehen wir auch gleich zu dem anderen Laden. Dann können wir gegebenenfalls hier wirklich Professor Garlics Aufgabe jetzt endlich erfüllen. Blöd. Warum bin ich auch gesprungen? Geh doch hoch. Junge, kannst du nicht klettern? Den Fehler mache ich noch nicht noch einmal irgendwo außen rum zu laufen, obwohl ich glaube, der Weg würde mich jetzt auch tatsächlich hier direkt hinführen. Ich weiß nicht, wieso ich beim letzten Mal so einen ekelhaften Umweg laufen musste. Und was sehen meine Äuglein da? Aha, Momentchen, mal falscher Knopf, aber mit Lumos.
Lumos. Aha, ich wusste, und hier muss irgendwo Reveni. Ein Schmetterling sein. Irgendwo in der Nähe muss doch immer ein Schmetterling sein. Sie haben es faustdick hinter den Ohren. Hm? Wie sie die ganzen Kobolde verjagt haben. Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen kauft. Ja. So, was wir jetzt machen ist, wir gehen nach Hogwarts, zurück in den Raum der Wünsche. Zaubern uns jetzt diesen neuen Tisch hin. Große Pflanze, ich dreh durch. Ist der jetzt auch noch zu klein? Shit. Dann nochmal zurück nach Hogsmeade. Ich hoffe, ich habe jetzt noch genug Geld. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Hallo, kommen Sie rein. Hier gibt es viel zu sehen. Das gibt's nicht, jetzt finde ich's. Den hier brauche ich. Ich habe nichts zum Verkaufen. Okay, Nebenmission. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Revelio. Du gehörst mir, Danny Geis. Aha, da hinten Danny Geis. Und eine fliegende Seite. Gut. Da ist der Danny Geis. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Ich fragte mich schon, wann wir uns wiedersehen. Ja, und wie komme ich dahin? Ich laufe einfach mal durch deinen Laden durch, in deine Wohngemäuer und so. Macht dir ja nichts aus, oder? Ich klaue dich auch ein bisschen. Gut, wir haben auch einen neuen Mantel. Okay, wir sind noch zu schwach dafür. Der würde plus 3 geben. Ich habe jetzt gesehen, wir haben ja auch eigentlich auch irgendwelche Handschuhe oder so bekommen. Vielleicht können wir es jetzt verkaufen und das reicht. Schauen wir uns aus. Mal an, was wir haben. Wie viel hat das gekostet hier? 2000, oder? Nein, 1000. Das heißt, egal, auf diese plus 3, weg mit. Jetzt kann man es kaufen. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Gut, dann wieder zurück in den Raum der Wünsche. Halleluja, oh mein Gott. Gut, es dauert 15 Minuten.
Ich hätte Folgendes jetzt gesagt. Damit endet dieser Gameplay-Teil. Im nächsten Gameplay-Teil werden wir jetzt endlich Professor Onais Aufgabe, Entschuldigung, Professor Garlicks Aufgabe Nummer 1 beenden. Wir warten, bis die Venomosa Tentacula fertig ist. Und die Allraune haben wir ebenfalls schon beschafft. Das heißt, wir suchen danach einfach ein paar Gegner, führen das alles aus, kehren zu Professor Garlick zurück und könnten dann rein theoretisch die Hauptaufgabe weitermachen. Alles klar? Gut, in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir bitte ein Like, abonniert meinen Kanal und wenn ihr was zu sagen habt, gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.